Ne? Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Ross zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Da ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Wo ist Olin? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Was ist mit Vala? Sie ist stark. Hi, Notien. Durch ihre Art und hi, Lakos. Guten Abend. Einer Kriegsherrin. Die Kaja nahm bei ihren Raubzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester mit. Urmutter. Moment, da hinten wird die Jägerhütte sein und hier ist irgendwo... Ah, da hinten. Das Bier ist sogar noch besser als letztes Jahr. Und das will was heißen. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke! Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Noraland? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Natürlich wird Bast gewinnen. Man muss ihn doch nur ansehen. So, eine Sekunde kurz. Ich muss... Es ist an der Göttin, über die Kaja... Das Telefon klingelt. Ich bin sofort wieder da.
So, da bin ich wieder. Gib Real Life keine Chance. So. Dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt zur Jägerhütte weiter. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssegen. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Ich lasse mir von den ungläubigen Kater doch nicht das Fest verderben. Die sind wirklich gut. Jagdex, vielen Dank fürs Follow. Mach's dir gemütlich im Fuchsbau. Dankeschön. So, wir speichern noch einmal. Ich will was Neues sehen. Und auf geht's. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett, ausgestoßen, und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache? Dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Oh Gott. Und neben denen sollen wir uns jetzt zum Schlafen legen, oder was? Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hä? Was für ein Ekel. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Was antworten wir ihm jetzt? Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Bast ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Wow, er redet von sich in der dritten Person. Das ist wow. Rede mit Vala. Hast du gut gemacht mit Bast. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Bast, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Okay. Wir legen uns schlafen. Oh je. In der Gesellschaft jetzt schlafen gehen ist halt so. Unschön. Aber gut. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Wie finden wir es? Es hat
durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Was müssen wir tun? Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Ich habe keine Ahnung, ob das Abschießen gerade richtig ist. Upsi. Verzeihung. Er wollte deine Trophäe. War es das schon? Okay. Die Trophäe ist hin, Ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Wow. Wow. Was für Mistkerle. Ich hole mir noch Frostbeulen. Frage ist, woher? Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss, ist das Problem. Oh, da. Die laufen hier so komisch im Kreis die ganze Zeit, da ist halt. Ah, bleib hier. Oh, gut. Und nochmal. Da. Schneller, na los. Oh, hi. Jetzt aber. Ich muss sie einholen. Jetzt zum Anfang. Wow. Ja, ich versuch's. Sind halt jetzt extrem weit vorgelaufen. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene?
Ja. Die war hinter mir. Sie sah stärker aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Das war's. Jetzt geht's nur noch Bleib vorwärts. Jetzt da stehen. Da! Ich Kehr muss aufholen. Geh um und klettere zurück. Wer das führt? Doch nicht. Lass uns ich rein. Sehe nichts! Bast! Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon! Okay. Schneller! Nicht nachlassen! Oh, hey, ich drüben. Muss weitermachen! Die Aufgestoßene! Im alten Pfad? Ist sie irre? Gut, ich hol auf. Da! Die Ausgestoßene holt auf! Wie ist sie darauf gekommen? Das wird ganz schön knapp. Oh, geschafft. Jetzt mach schon, Beeilung, weiter ja, so. Ja, auf dem Weg, auf dem Weg. Okay. Da geht's hoch. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Sie hatten einen Stamm, aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Wow. Nicht genug. Ein Meter zu weit links. Wo starte ich jetzt wieder? Ah, hier, okay, das geht ja noch. Oh, geschafft. Jetzt mach schon, Beeilung, knapp, weiter ja, so. Ja, ich war einfach ein bisschen zu ungeduldig gerade. Oh, bei euch leckt es? Ist das richtig, dass es bei euch gerade leckt? Oh, shit. Oh, shit. Ja. Ich sehe es gerade. Ja, es leckt gerade sehr. Auf einmal sehr stark. Ja, ja, ich merke das gerade. Ah, verdammt, es lief den ganzen Abend so gut. Woran liegt es, dass es jetzt leckt? Ich starte nochmal so. Vielleicht geht's jetzt wieder, vielleicht war das nur gerade ein kurzer Ruckler. Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Jetzt läuft es laut Vorschau wieder. Sie hatten einen Stamm, aber ich hatte die Wildnis. Präzision, nicht genug. Los, sei perfekt. So, komm. Oh, Vorsicht. Aufpassen Los, und langlaufen. Los, jetzt komm, jetzt, du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast es geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast!
Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los! Jetzt! Erledigt sie! Oh. Muss aufpassen. Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Ach, Mist. Na, Scheiße. Ich sollte auf Feuer wechseln. Wir schaffen das nicht! Urmutter, hilf uns! Vernichte die Eindringlinge! Ich erwisch die von hier hinten nicht. Vernichtet die Schänder! Sie sind zu stark! Erzittere wir vor der Macht! Wir können sie nicht aufhalten! Wow! So, den haben wir schon mal. Wo bist du? Ah, ich sehe ihn nicht richtig. Scheiße. Vernichte die Eindringlinge! Na, geh da hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Es sind zu viele. Oh, ich kann nicht in den Nahkampf gehen. Wir haben keine Chance. Hier, jetzt. Kommt hier runter. Kann ich euch nicht hier runterlocken? Das war's. Kommt wir schaffen runter. Das nicht. Ah, hier kann ich hoch. Oh, Mutter, hilf uns. Dann machen wir es einfach so. Erledigt sie! Schnell! Lauft rüber zum Seil! Tötet sie alle! Keine Zeugen, keine Überlebenden! Für die Urmutter! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Jetzt ist sie fertig! Na, komm schon. Einer war noch hinter uns, genau. Wow. Wie viele sind das? Hierher. Na? Wow. Oh, da sind noch mehr oben. Scheibenkleister, wie viele sind denn das? Wir schaffen das nicht! Finde das Mädchen! Oh, Mutter, hilf uns! Wow. Wow. Ach, Kacke. Okay, das sind nicht wenige. Geht wieder. Ja, es war irgendwie ein kurzer Ruckler eben drin. Auf diesen Sichtaspunkt habe ich gewartet. Okay. Ja, oh nein, ich muss halt da gucken. Sind noch mehr! Das Problem ist, dass... Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Dass mit dem Pfeil nicht sehr effektiv ist gerade. Ich kann die halt schon mal so ein bisschen anflammen. Aber so richtig effektiv ist das halt nicht. Oh, nein, nein, nein. Mann. Niemand reicht an uns heran. Kacke. Wenn ich halt mit dem Bogen ein bisschen mehr Schaden machen würde, wäre das ganz cool. Ich überlege gerade, ob ich mal eben Berg. Da sind noch mehr. Die Rüstung wechsle, dass wir eine Rüstung tragen, die ein bisschen mehr Schutz macht. Vielleicht die mit den Elementarwiderständen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt, weil die ja mit Feuer angreifen. So, und dann können wir noch eine andere Waffe ausrüsten vielleicht. Den Machtbogen tragen wir, glaube ich, gerade, ne? Keulbogen. Der durchbricht, glaube ich, auch Rüstungen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Normale Pfeile machen mehr Schaden als Feuerpfeile. Ich hatte halt gedacht, dass das halt auf Dauer dann halt mehr Schaden macht mit dem Brand. Ich probiere mal den Bogen aus. Kopftreffer machen deutlich mehr Schaden, aber da musst du so genau zielen, da brauchst du Skills, okay? Oh
Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Mist, welchen habe ich denn jetzt angemeldet? Den normalen, okay. Oh, wow, wir stehen hier echt scheiße. Muss mal gucken, dass man die so nach und nach ausschaltet und nicht in der Schussbahn dauernd drin steht. Mist. Ah, Kacke. Es sind zu viele! Sieh mal an! Die haben wir schon mal. Oh, hi. Vorsicht. Wir schaffen das nicht! Erwischt. Oh, Mutter, hilf uns! Oh nein, ich habe keine Heilung mehr. Das ist echt bescheiden gerade. Das ist gerade sehr bescheiden. Toll, und der Trankbeutel ist voll. Yeah. Oh nein, Moment. Ach nee, warte mal, hier haben wir. Vernichtet die Eindringlinge! Heiltrank. Sie sind zu stark! Wir können sie nicht aufhalten! Oh, hi. Vernichtet die Schänder! Erwisch ich den von hier? Ja. Erwischt. Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Entspann dich, wir kriegen das hin. Erwischt. So, wo ist noch einer? Jetzt! Runter, solange es noch geht! Oh. Komm zurück! Der Rotschopf stirbt jetzt! Alle! Vorwärts! Was zur Hölle haben die für ein Problem? Erledige die Angreifer. Okay, wir können noch nicht abhauen. Ja! Da! Ja. Ah. Los, geh drauf! Die Suppe! Ja. So! Ja. Ah. Ah. Wow! Wow, wo kam das her? Von da oben. Shit, 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 shit. Okay, wir sind ja jetzt alleine und müssen uns hier um keinen mehr kümmern, glaube ich. Aber okay, die sehen uns trotzdem. Ich dachte, ich könnte mal eben ein paar Heilsachen herstellen. Schon. Wow. Wow, wie viel Schuss braucht der denn? Das werde ich noch brauchen. Das? Ich glaube ja irgendwie nicht so richtig dran. Jetzt bin ich dran. Ach, guck mal. Wir hätten uns auch das Gewehr hier nehmen können.
Zoomen sie doch mit R3 dran, was? Oh. Oh, wie cool, das mit dem Zoom habe ich bisher noch nie gemacht. Danke für den Hinweis. So, muss ich den hier plündern? Ja. Starker Sch... Dein Gesicht zur Sonne, Kind. Verbrenne alles. Dann zu deiner Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy! Überlebe. Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er...
Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Okay.